Google Trends und Google Insight Search legen zusammen, sodass das Tool noch mächtiger wird. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn man im Online-Marketing unterwegs ist, dann spielen die Keywords eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich eine Kampagne starte und auf die falschen Keywords setze, dann kann es sein, dass ich gut positioniert bin, vielleicht auch ein paar Views kriege, aber auf keinen Fall viele Besucher. Und das ist das, was ich schlussendlich brauche. Darum ist es ganz entscheidend, dass ich weiß, mit was meine Zielgruppe sucht, mit welchen Keywords und in welcher Region sich diese Zielgruppe natürlich auch befindet. Kann natürlich auch sein, dass geografisch, sag mal auch Deutschland, Schweiz, unterschiedlich gesucht wird. Also muss ich mir das genau anschauen. Und genau hierfür ist dieses Tool, das neue zusammengelegte Tool, ein sehr optimaler Optimierer, wenn man so sagen kann, ein Research-Tool. Das schauen wir uns jetzt kurz zusammen an. Ich bin hier auf Google Trends und ich sehe hier, dass Google Insights for Search auch dazu gekommen ist. Dieser Teil hier oben, das kommt mehr aus den Trends raus, das unten dann mehr aus dem Insights for Search. Ich habe hier verschiedene Keywords vorgegeben, die kann ich hier hinzufügen. Eins geht noch rein. Ich habe mal Versicherung, Krankenversicherung, Krankenkasse und Unfallversicherung genommen. Das ist mal das Erste. Dann kann ich hier unten sagen, nach was gesucht werden soll. Im Webbereich Images, News, Produkte, die Region, der Zeithorizont und die Kategorie. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz an, wie das hier zusammengesetzt wurde. Und das ist eben genau dieser Trugschluss, wenn ich hier die beiden Kurven anschaue. Vor allem beschränke ich mich mal auf die rote und die beige, dann wird hier ganz deutlich, dass eben in der Schweiz viel, viel weniger Menschen nach Krankenversicherung anstatt nach Krankenkasse suchen. Hier hinten dann ganz extrem. Und das ist eben genau das, was die Versicherungen oft nicht in Betracht ziehen, vielleicht sogar falsch machen dann, weil natürlich Krankenversicherung der richtige Term ist und nicht Krankenkasse. Klar, aber so wird eben gesucht, also auf jeden Fall auch dieses Keyword optimieren. Dann interessant, kann ich mir auch anzeigen lassen, auch wieder aus dem Trends-Tool raus, wann welche News publiziert wurde und warum es dann eben auch diese Peaks gab. Hier was von Swiss Online, sogar das Bieler Tagblatt erscheint, hier drin Spiegel, RP Online und so weiter und so fort. Also ich sehe hier auch, was passiert ist. Hier oben rechts dann noch ein Trend, wird mir nur für zwei Keywords angezeigt, aber so kann ich vielleicht noch ein bisschen rausfinden, wie sich das in Zukunft entwickelt. Dann hier unten dieser Bereich eher aus Google Insight for Search. Ich gehe hier mal auf Krankenkasse, wähle hier das Keyword aus, sehe hier in welcher Region, wie stark nach diesem Keyword gesucht wird, kann mir das auch als Balkendiagramm anzeigen. Und da ganz interessant kommen hier Related Terms, also Keywords, die man dann auch in Betracht ziehen sollte, wie hier Krankenkasse Schweiz, da kommt Sanitas, nachdem oft auch gesucht wird. Krankenkasse Sanitas, Comparis logischerweise hier rein spielt, die CSS, die Concordia Assura kommt hier, also die nach den Krankenkassen wird hier auch vor allem gesucht. Und dann hier hinten habe ich die Rising Stars sozusagen, wer kommt hier neu dazu? Da habe ich Assura als Breakout, dann Comparis wie schon vorher gehabt und so weiter und so fort. Also hier sehe ich, was die Terms sind, in denen in letzter Zeit, nach denen in letzter Zeit mehr gesucht wurde. Ich habe hier mal noch ein internationales Thema genommen. Und zwar bin ich hier auf die Smartphones gegangen und die Betriebssysteme iPhone 5, Android, iOS, Windows Phone und HTC. Und das ist auch interessant, wenn ich hier auf dieser Kurve fahre, sehe ich hier, dass anfänglich HTC sehr, sehr stark wächst. Wir sind hier irgendwo 2008 im Juli, da ist HTC noch absolut führend, was den Search betrifft, wird wahrscheinlich auch im Markt so gewesen sein. Und jetzt geht es langsam los mit dem Android-System. Logischerweise kommt hier weniger zum Thema iPhone 5, das gab es um die Zeit noch nicht. Nach iOS wird aber auch weniger gesucht. Und jetzt steigt das hier hinten dann an. Und ich gehe jetzt mal weg und dann sehe ich dann klar ganz hinten, iPhone 5 mit der blauen Kurve schlägt dann ganz hinten aus. Das kam ja auch gerade raus, aber ganz stark, wie hier vor allem Android am Wachsen ist, seit Mitte 2008 stetig hoch, was ja auch die ganzen Verkäufe betrifft, auch von den Android-Telefonen. Auch hier wieder unten, wenn ich jetzt das anschaue, auf die ganze Welt bezogen, auch interessant wird hier vor allem auch im asiatischen
Markt wird nach iPhone 5, Android, iOS weniger. Windows Phone, auch interessant, kommt aber nicht so richtig vom Nullpunkt weg. Passiert ein bisschen was, hat aber gegen die anderen wenig zu berichten. HTC hat doch einen Schub gehabt und bleibt auch immer noch ein bisschen im Trend. Ich sage mal, das hält sich so plus minus durch. Und auch hier sehe ich dann wieder die Related Terms. Also ich gehe mal hier auf Android. Nach Android Market wird gesucht, nach App Android, Apps Android, Samsung Android, Google Android. Und wenn ich hier die Rising Stars anschaue, dann ist es auch hier im selben Bereich, die Tablets, die natürlich dazugekommen sind. Das also ein neues, mächtiges Tool, das eben zusammengelegt wurde aus Google Trends und Google Insights for Search. Sehr spannend, was ich mir rausziehen kann. Wenn Sie also eine Keyword-Analyse machen, und das empfehle ich bei jeder Aktion, bei jeder Online-Marketing-Aktion vorher durchzuführen, auch auf die regionale Seite ausrichten, dass ich hier geografisch sehe, woher meine Besucher kommen könnten, mit welchen Keywords sie suchen und was eben noch die möglichen Related Terms sind, die alternativen Keywords, die ich in Betracht ziehen soll. Nutzen Sie dieses Tool. Wie machen Sie Ihre Keyword-Analyse? Was halten Sie von der Zusammenlegung der beiden Tools? Das würde mich wie immer hier interessieren. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INE Marketing, Sie haben Website marketing.ch geschaut.